Es ist Freitag. Scheiß Uploadplan. Hallo, meine lieben Freunde des gruseligen Geschmacks. Hier ist wieder Pixelspaß mit einer neuen Folge Pineview Drive. Viel Spaß. Also, ich würde mir die Hose scheißen lassen, wenn du großer Kauen sitzt. Oder nicht? Ja. Ich finde den echt cool. Weil ich den so toll finde, gehen wir jetzt direkt zum Klang. Das war doch ein Hinweis. Ja. Kannst du so. Immer noch kaputt? Wie sollen das noch gehen? Hast du das, die Lampen sind explodiert. Aber hallo? Nur die hier unten. Guck doch bitte, guck dir doch mal, geh, dreh dich mal rum im Flur. Ach so. Gut. Guck dir die Lampen an, hast du gesehen? Was siehst du da noch mit Glühbirne? Du wolltest wissen, was das ist, ob das Eisbär ist. Ja. Nein, was ist das? Das ist nee? Sowas hier. So ein Ach hier. So ein. Hirsch oder so. Da ist er! Hallo! Hat er sein Gesicht aufgenommen oder so? Ja, das sieht irgendwie so aus. Ah, ich hab doch eben gerade noch einen Schlüssel gefunden. Ja. War hier unten noch was? Ja, hier war ein Raum. Hier ist wieder der. Wir sehen ihn noch nicht. Ja. Ach, dieser Shadow. Da. Ja. Was ist das jetzt, eine Frau oder Mann? Das könnte auch wieder eine Frau sein, ne? Aber es könnte auch. Das ist doch eine Schulter da. Das ist das, was ich nicht so ganz erkenne. Ist auch egal, ich will es gar nicht weiter wissen. Du rennst aber auch schon dafür, dass du deinen Clown magst. Ganz schön an dem vorbei, würde ich sagen. Ne? Ich merke das schon. Ne? Hier war noch eine zu, ne? Immer noch. Die erste, ne? Oder? Ne, die erste war doch nicht. So, aber alle waren offen. Ich musste oben wieder weiter, wo die vielen Türen sind. Naja, würde ich auch spontan sagen. Ich wüsste nicht, wo sonst jetzt noch viele zu sind. Und da hast du die größtmögliche Möglichkeit, halt aufzumachen. Ja. Wenn da nicht ist, dann arbeitest du dich von oben nach unten durch. Stimmt, da noch, genau. Und der auch noch, weil du die auf dem Weg hast. Aber im Grunde könntest du die auch von oben durcharbeiten. Oh, ich sehe gut. Die laufen hier immer so im Dunkeln, ist auch blöd. Also, doch, du musst schauen, oder? Oh, das könnte sein. Liebe Zuschauer, wenn. Oh! Oh. Wenn euch das nervt, dann schreibt mir das doch bitte mal. Aber ich denke, es trägt auf jeden Fall zum. Zur Stimmung das ja. Ja, weil. Guck mal, wo wir sind. Ah. Oh nee. Oh nee, nicht mit das Telefon. Warum denn? Das ist doch Strom weg. Er kann doch nicht ihr Telefon klingeln. Hallo. Ist die jetzt andersrum? Die hat doch vorher auf die andere Seite geschienen. Und sie steht. Wie kann die denn oben so weit schwanken, wenn da oben der Fixpunkt ist? Ach so. Dann ist sie an den Füßen aufgehängt. Ja, aber dann stimmt das mit den Armen nicht. Deshalb steht sie. Ist egal. Das ist sehr ekelig. Hier war gar nichts mehr, oder? Weiß ich gar nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da wo die Doppelstockbetten. Nee, da war nichts mehr, oder? Hier war doch nichts. Da war ja der letzte Raum mit dem. Ach ja. Ja, mit dem Dings. Und daneben war der. Warum hat denn jetzt das Telefon geklingelt? Ist ja wieder aus. Und zwar nur um zu erinnern. Hier war dieser
Abstellraum mehr. Hier oben ist nichts mehr. Gut. Also wenn, dann höchstens, glaube ich, waren noch Batterien oder irgendwie wahrscheinlich drin. Aber ja. Das hat uns jetzt... Ach so. Ja, das hat uns jetzt nichts weitergebracht. Wir müssen irgendwo jetzt wieder... einen Schlüssel finden. Dann geh doch jetzt mal zu deinem Freund. Du magst ihn doch so sehr. Weil wir haben keinen Schlüssel. Und das war der letzte Hinweis, den er gesagt hat beim Vorlesen, als der Tag zu Ende war. Dass Linda den nicht gut fand. Jetzt war ich wirklich erstaunt. Das habe ich gemerkt. Die hat mich gar nicht erschreckt jetzt. Vor allem war sie ja eben schon weg eigentlich. Hallo. Ja, toll. Wer jetzt bist du halt? You said clown looking in the wrong direction. Ist er? Ja, der hat vorher uns. Das ist doch dein Freund! Also. Guckt der wieder woanders hin? Ist doch dein Freund, oder? Hast du nicht gehört? Ja, ist er. Und jetzt schaut er in die Richtung. Geh doch nochmal die Zimmer ab, vielleicht. Also. Vielleicht war er ja auch nur ein bisschen am. Da kannst du nochmal Dings mitnehmen, Streichhölzer und auch Batterien einholen, ne? Ja. Der wieder nach da. Die Katze kam hier raus, richtig? Ja. Na, die war ja noch... Das kann doch nicht sein. Der Strom ist doch weg. Warum bilde ich mir ein, eben den Fernseher gehört zu haben? Ich habe den Fernseher nicht gehört. Wir gehen nicht da wieder zurück. Dann musst du wieder zu deinem Freund. Gute. Ich pack den. Ich will den eklig. Sowas von, wie hieß der Ring? Der Ring. Hallo, Mäuschen. Das Mädchen im Nachthemd. Und der traurige Clown, der hat hier auch das Dings wieder ausgemacht. Die Kerze, die alle gucken. Oh, die blöde Fotze. Blöde Bitch. Boah, da war der Schatten jetzt weg. So, ach. Oh, Schlüssel. Kann das nicht mal passen? Hallo, Clown.
Ich mag ihn. Dreh die mal um. Er guckt immer noch in die Richtung. Also er hat wieder weggeguckt. Ja. So, jetzt wieder da hoch. Ja, oder da unten? War da nicht noch eine Tür offen? Die eine hier unten, die. So, jetzt sag mir doch mal, da hängt nicht irgendwo irgendwelche Leute. Das ist doch das Geräusch dafür, oder nicht? Wie so ein Seil, was sich ständig bewegt. Ja. Okay, ist aber nicht so. Was war das? Es wurden wieder Möbel umgestellt werden, ne? So ein Rumpel. Ja. Hier war jetzt nichts mehr, ne? Da hinten gab es noch einen Raum mit einer Tür. Das ist nochmal das Bild, hast du gesehen? Ja, ja. Die waren wahrscheinlich in mehr, mehrfach günstiger, weißt du das? Wie gleich gesagt, oh, wir haben so viele Räume, wir nehmen mehr davon mit. Ein Dutzend Pelikan. Da hinten war noch eine Tür zum Aufmachen. Das war eine Durchgangstür. Aber da gab es ja nichts. Das war ja der Bereich, wo wir schon alles abgekaspert hatten. Wo du zu den zwei Türen, zu der Tür kommst mit den Doppelstockbetten. Hier war die. Da war das, genau. Das erste, ich würde sagen, Schlafzimmer, Jugend- oder Gästezimmer war. Oh, das ist ein Kinderzimmer. Schlüssel lag da. Hm? Auf dem Tisch dreh ich mal um. Da, auf der Kommode. Ja. Batteries. Ah, ein Bärchen und ein Hans. Mhm. Und das Pferd haben wir auch schon überall gesehen. Das, das da, Bild ja. Da, ja. Da sag ich schon gar nichts mehr zu. So, die gab's günstiger. Wird ein Elternschlafzimmer sein, ha? Und wieder ein Schlüssel. Da darf ich hin. Aber die brauchst du ja erstmal nicht. Ein Kandelaber. So, jetzt, da die Tür war noch zu. Ah. Oh, ein. Noch ein Elternzimmer. Zumindest, ja. Vielleicht ein Gästezimmer. Oder? Ja, aber das würde ich eher sagen, weil guck mal, das hat so einen Fertigmachraum, also hier so ein. Seit dem Gewitter letzte Nacht haben wir keinen Strom mehr. Nur gut, dass wir noch genug Kerzen im Haus haben. Einen Tag noch. Sag danke. Tag 10. Sag danke. Kann es schon ein kleines Arschloch sein? Ach, jetzt, genau. Ach, jetzt genau. Ja, deshalb ist dieser Übergang. Hä? Damit du schneller in den neuen Bereich kommst. Ach so, ja. Du musst nur wissen, wie. Du hast recht. Aber wir haben wieder keinen Schlüssel, oder? Da waren wir doch schon drin. Da hinten, da waren wir. Ja. Das war das, wo den, genau. Aber da haben wir nicht gesehen, ob sie hier nicht drin. Deshalb wollte ich nochmal hier rein. Ja.
Und sonst müssen wir wieder warten, dass irgendwas klingelt, klopft, guten Tag sagt. Alter, das Haus ist riesig. Das ist wirklich riesig. Und die Krähen. Da hinten ist die Tür auch schon offen. Also eine Tür ist hier oben noch zu, alle anderen haben wir jetzt hier oben auch auf, ne? Mhm. Ich nehme an, das wird dann auch irgendein Schlafzimmer oder wahrscheinlich irgendein, vielleicht nochmal so ein Aufenthalt, Absteckkammer oder sowas sein. Aber Jana hat, glaube ich, ganz recht, wenn sie sagt, wir checken nochmal beim Clown vorbei. Ach so, weil hab ich gar nicht gesagt. Ja. Hab ich nicht, aber. Das ist ja dein Freund, du musst ihn doch jeden Tag besuchen gehen. Ja, kannst du immer mal sagen, hey Clown, wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe dir auch immer noch mal auf die Katze zu drücken. Das ist bei dir bedanken. Hey Clown, wie. Schon wieder. Oder guckt er jetzt nur noch in die Richtung? Hallo! Den finde ich mit am ekligsten und diesen Schatten. Ist weg. Ist weg? Mhm. Schon ewig nicht mehr. Ja. Ich habe immer noch mal probiert. Vielleicht geht der Strom ja doch. Ja. Macht schon wieder Psst. Ich versuche, was zu hören. Bevor ich wieder drauf hingewiesen werde. Ja, ich gestehe den Fernseher überhaupt nicht gehört. Im Leben. Aber das, weil das nur so ein Kruspeln war, weil ja nichts lief, kann man das auch, weil die ganze Zeit diese ekligen Geräusche sind. Man will irgendwann auch nichts mehr hören, oder? Ja. Also mir geht's echt aus. Also irgendwo würde ich sagen, ist ein Fenster auf, weil es macht dir die Kerzen aus und oben war nichts auf. Das muss unten sein. Aber ich hatte noch vorhin gesagt, es sind ja alle Dinger zu, wo kommt denn immer dieser Windhauch her? Und wenn du mal guckst, wenn hier schon seit 20 Jahren keiner mehr war und die Katze vorhin da unten in der Speisekammer, beim Clown gespielt hat, dann muss sie ja von dort reingekommen sein. Also musst du wieder zu deinem Freund. Dann waren wir doch eben schon. Ja, aber da hast du noch nicht geguckt. Da ist ja auch noch, hast du auch noch keine Kerze angehabt, die dir ausgegangen sein könnte.
da war sie ja nur drin, weil wir sie eingesperrt hatten. Die kam ja von da. Und das Fenster ist zu. Und geh bitte nochmal in die. Da war nichts auf. Irgendwo scheint hier Wasser zu laufen. Kam das aus dem Badezimmer? Das hast du gehört. Also irgendwas hast du gehört. Irgendwas habe ich gehört. Wie kam denn das vor? Da, wo der Treppenaufgang ist, durch die Verbindungstür war es kürzer, aber kommt sonst so lange. Weißt du, da, wo der Flur war, da, das war. Das war sexy. Ja, die fliegen. Na, war das Streichhölzer. Guck mal, jetzt hast du plötzlich wieder welche. Ich hatte doch welche aufgehoben. Ach so, du hattest aufgesammelt. So, und jetzt ist da nämlich auch ein Schlüssel. Jetzt gehen wir hier an den höchsten wieder. Ja. Achso, weil da. Die letzte Tür. Ja. Welche war das? Die da auf der Seite. Nee, die war schon offen. Die. Rüber, da, links, da. Ja. Oh, eine Bibliothek. Oh, mein Schlüssel, Schlüssel. Schlitzel. Was ist das denn, Batterien? Batteries. Kannst du ruhig mitnehmen. War nicht schon? Ja, kann ich. Und? Streichholz, aber jetzt hast du ja wieder so viele. Ja, ich bin jetzt davon. Und hier gibt es auch keine. Da sind nochmal Streichhölzer. Ja, aber da gibt es auch. Hier gibt es keine. In dem Raum gibt es keine Streichholz anzumachen. Das ist ja Quatsch. Weißt du? Also. Stimmt. Ein ganz uninteressanter Raum. Kann man nichts anmachen. So, hier war nichts mehr jetzt. Nee, richtig? Haben wir alle auf. Da waren zwei Erwachsenen-Schlafzimmer, ein Gästezimmer mit einem Einzelbett und ein Kinderzimmer, würde ich sagen. Und jetzt natürlich. War das eben wieder geblitzt oder so? Ich glaube nicht, da war nichts. Du weißt doch, die Tür geht nach so auf. Stell dich doch schon direkt auf die andere Seite. So. Wo haben wir jetzt noch einen? Da, der unten. Eine unten, ja. Und im Fernsehzimmer. Wo dein Freund sitzt, der immer noch sich fröhlich nach dir umdreht. Ich habe mal gesagt, dass ich Clowns immer noch nicht mag. Also der einzige Clown, der es wert ist, gemocht zu werden, ist der von uns. Das ist ein Arsch. Das war ein Arsch, genau. Das ist genau der Clown. Hallo. Der sieht doch genau so aus. Tim Curry in einer fantastischen Rolle. Wen interessiert Tim Curry, verdammt nochmal? Mich? Mich nicht. Ein schönes kleines Sofa. Ach, wie geht's ja heute? Schlüssel komm, probieren. Ich weiß, was das ist. Ich auch. Yeah. Endlich. Das Hinterzimmer für. Ja, aber das hat uns ja jetzt auch nichts gebracht. Also wir haben jetzt immer noch keinen. Ja, das ist ja kein Thema, aber ich nehme an, wir finden jetzt gleich.
Ey, dieses Haus. Ganz ehrlich, vor allem, wenn ich so einen Schiss hätte, ich würde jede Tür aufreißen mit einem Stemmeisen am nächsten Tag. Und flackert das jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich finde es nicht gut. Ich auch nicht. Hier war ich schon. Ja, alles anders. So sinnlos, morgen ist es wieder aus. Auf Lindas Wunsch hin habe ich die Clownpuppe in eine Abstellkammer gelegt. Ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber. Super, Leute. Es ist 5 Uhr 8. Jetzt ist Tag 11 und Tag Bett für mich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin fix und müde. Wir hören uns, wann immer ihr wollt. Ihr wisst ja, wo ich zu finden bin. YouTube, Pixelspaß, ihr habt bestimmt noch ein paar Videos zu gucken. Dann lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da und vor allem abonniert mich, wenn ihr es noch nicht habt. Wir hören uns. Bis dann.